Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt eine Woche Urlaub, zum ersten Mal seit ganz langer Zeit. Deswegen schaffe ich es jetzt vielleicht sogar mal ein paar Videos am Stück vorzuproduzieren. So, und heute soll es um Taschencomputer gehen. Die 1980er Jahre waren ja die ganz große Zeit der Heimcomputer. Angefangen natürlich schon in den 70ern mit dem Apple II, dazu hatte ich ja schon ein Video gemacht, und den Commodores, auch dazu hatte ich ein Video gemacht, PET, VC20, C64, C128 und so weiter und so fort. Und ich war ja in den 80ern zwischen 0 und 9 Jahren alt und hatte zum damaligen Zeitpunkt auch noch keinen eigenen Computer. Aber man kannte ja immer Leute, die einen hatten, die man dann mal besuchen konnte, um da ein bisschen mit diesen magischen Geräten rumzuspielen. Aber was ich selber immer super interessant fand und eigentlich auch viel interessanter als diese großen Computer, die am Fernseher hingen mit ganz viel Peripherie drumherum, waren die Taschencomputer. Und ich weiß noch, wie ich eigentlich jeden Versandhauskatalog mir angeschaut hatte, was es denn da alles so für Taschencomputer gibt. Und die Taschencomputer, eigentlich hervorgegangen aus den Taschenrechnern, die, wir hatten ja auch am Anfang vom Commodore-Video über die Taschenrechner von Commodore gesprochen, das war ja so ein Kind der 70er und in den 80ern haben die dann ganz neue Funktionen bekommen. Ein alphanumerisches Display und Programmierbarkeit, zum Beispiel in BASIC. Und da hatte man dann ein Gerät, was man in der Tasche haben konnte. Ich meine, das ist natürlich heute nichts Außergewöhnliches mehr, dass man einen Computer in der Tasche hat, aber damals war das halt wirklich noch ziemlich ungehört. Und damit konnte man alles machen. Man konnte natürlich die üblichen Vertreter, die mit solchen Geräten unterwegs waren, um mal kurz irgendwie eine Lebensversicherung auszurechnen. Aber auch Spiele gab es da. Oder man konnte alle Daten speichern, die man irgendwie brauchte. Telefonnummern. Einfach die Auseinandersetzung mit dem Thema Computerprogrammieren. Das fand ich damals alles schon unglaublich spannend. Leider waren die Dinger damals auch teuer. Speziell für Kinder. Und so kam es, dass ich meinen ersten eigenen Taschencomputer dann auch tatsächlich erst in den 90ern hatte, den HP 200LX, der natürlich auch schon eine ganz andere Generation war als die Taschencomputer der 1980er. Der hatte schon einen wirklich großen Bildschirm und war MS-DOS-kompatibel, das heißt, da lief noch ganz normale PC-Software drauf. Über den werde ich garantiert auch nochmal irgendwann eine Sendung machen. Dafür muss ich ihn allerdings erstmal wieder finden. Und jetzt war es eben so, im Rahmen einer Diskussion über Taschencomputer auf Twitter hat mir der Xfogwarks, ein YouTuber-Kollege, dessen Kanal ich natürlich auch verlinke, vielen Dank, einen ganzen Koffer voller Taschencomputer angeboten. Und gesagt, vielleicht möchte ich damit ja mal ein bisschen rumspielen. Er wollte das eigentlich auch, ist aber nicht dazu gekommen. Und so kam es dann, dass dieser Koffer den Weg von Bamberg jetzt, danke Martin Hase, den wir hier als Kurierdienst nutzen durften, seinen Weg zu mir nach Berlin gefunden hat. Und ich möchte jetzt erstmal ganz kurz mit euch anschauen, was in diesem Koffer alles drin ist. Und dann einen Rechner davon besonders betrachten in dieser Folge. Viel Spaß! Als erstes haben wir hier den EL7100A, wobei dadurch, dass er mit EL anfängt, merkt man schon, das ist kein Computer, kein programmierbarer Taschenrechner. Die fingen nämlich alle mit PC an, sondern das ist hier tatsächlich einfach nur ein ganz herkömmlicher Taschenrechner, sage ich mal, mit auch gar nicht so arg vielen Funktionen. Also so die Grundrechenarten, einen Speicher hat er, Prozentrechnung, aber im Prinzip war es das dann auch schon. Er hat einen Drucker, das heißt, man kann hier die Berechnung auch ausdrucken.
Und zusätzlich hat er eben hier eine QWERTY-Tastatur, auf der man dann noch zusätzlich auch Textphrasen mit auf den Bon drucken kann. Und damit man die nicht jedes Mal neu eingeben muss, kann er auch 40 von diesen Textphrasen speichern. Der Bildschirm ist 20 Spalten breit. Der Drucker allerdings bloß 16 Spalten. Das heißt, man kann nur 16 Zeichen pro Zeile hier auf diesem Thermopapier ausdrucken. Das ist also sozusagen, wenn man irgendwelche Berechnungen macht, vielleicht als der schon erwähnte Versicherungsvertreter oder so, dann kann man hier Sachen ausrechnen, kann die Ergebnisse drucken und kann zwischendurch auch nochmal kleine Ergänzungen dazu schreiben. Annuität print, dann steht da Annuität auf dem Bon und dann hat man hinterher einfach auf diesem Bon die Dokumentation dessen, was man da gerechnet hat, aber es ist eben kein programmierbarer Taschenrechner, der jetzt irgendwie auf dem Display verschiedene Werte abfragt und dann ein kompliziertes Programm durchlaufen lassen kann und automatisch die Ergebnisse produziert. Also kein Taschencomputer im engeren Sinne, sondern eigentlich eher eine Taschenschreibmaschine mit eingebautem Taschenrechner. Leider ist hier, wie man sieht, das Display kaputt. Also hier sind die Flüssigkristalle komplett irgendwie ausgelaufen. Ich glaube nicht, dass man das so reparieren kann. Und leider wird man das hier wahrscheinlich auch nicht mehr als Ersatzteil kriegen. Und dann hat der hier noch zusätzlich das Problem, dass hier eingebaut, also fest verkabelt, 4 Nickel-Cadmium-Akkus drin sind, die auch schon komplett ausgelaufen sind. Das heißt, die muss ich jetzt hier auch mal als nächstes ausbauen und fachgerecht entsorgen. Denn was die auf jeden Fall entweder schon getan haben oder zumindest in der nächsten Zukunft dann tun würden, ist halt wirklich alles, was in diesem Rechner drin ist, einfach komplett oxidieren zu lassen. Das ist ja immer das Problem, wenn man Geräte mit Akkus lagert, dass dann halt irgendwann die Akkus auslaufen und alles kaputt machen. Das nächste, was in dem Koffer drin war, ist hier dieser Sharp PC. Da sieht man es. Das ist also jetzt tatsächlich ein Computer 2500. Und der ist jetzt allerdings nicht wirklich taschenkonform, eher so kofferkonform. Aber der hat hier einen schönen großen Bildschirm, mehrzeilig. Und er hat hier, und das ist natürlich extrem großartig, einen Plotter. Also einen Stiftplotter. Das heißt, man kann hier richtig Graphen malen und sowas alles. Und das sogar in 4 unterschiedlichen Farben. Hier sind 4 unterschiedliche kleine Kugelschreiber drin, mit denen er dann hier sozusagen auf einem breiten Papierstreifen, und das muss dann ja auch kein Thermopapier sein, sondern ganz normales Papier, malen kann. Ansonsten haben wir hier eine relativ normale, sage ich mal, Computertastatur auch. Und wir haben hier eben auch, was der EL7100A eben nicht hatte, wir haben hier auch eine Schnittstellenauswahl. Das heißt, wir haben hier eine serielle Schnittstelle, Kontrastregler, Anschluss für ein Kassettenlaufwerk, um Daten zu speichern. Man kann hier Strom extern anschließen, auch um den eingebauten Akku wieder aufzuladen. Hier ist ein Kartenslot, da kann man eben Erweiterungskarten reintun. Und hier ist leider auch ein ähnliches Problem wie bei dem EL, nämlich ein eingebauter Nickel-Cadmium-Akku, der hier schon anfängt, noch nicht ganz so schlimm, aber schon deutlich auch kaputt zu gehen. Und wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit hier alles andere zu beeinträchtigen. Aber hier sieht es zumindest so aus, als wäre der Bildschirm noch völlig in Ordnung. Das heißt, das hier ist ein Kandidat, den man retten kann und auch retten sollte. Und dazu werde ich also auch mal ein Video machen, aber das ist noch nicht das heutige. Und was dann noch dabei war, sind hier diese
drei relativ ähnlichen, wirklichen Taschencomputer. Man sieht, die sind also auch deutlich kleiner als das, was ich bisher gezeigt hatte. Und zwar sind das zwei PC1401 und ein PC1403. Und die haben jetzt im Gegensatz zu den anderen, die wir bisher gesehen hatten, den Vorteil, dass sie eben keine Nickel-Cadmium-Akkus haben. Die funktionieren mit ganz normalen Knopfzellenbatterien. Das schauen wir uns gleich natürlich auch nochmal näher an. Und, um hier an der Stelle mal ein bisschen näher ranzugehen, vielleicht mal im direkten Vergleich. Der 1401 und der 1403 sind relativ ähnlich. Die sehen auch schon relativ ähnlich aus. Der Unterschied ist, dass der 1401 nur 4 Kilobyte Speicher hat, ein kleineres Display mit nur 16 Zeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit 16 Zeichen, während der 1403 eben 24 Zeichen hat. Und der 1403 hat eben auch noch eingebaut hier diese Matrix-Funktion. Ansonsten sind die beiden wirklich ziemlich ähnlich. Und bei den beiden 1401ern, da hat hier auch einer eben leider einen kaputten Bildschirm. Den kann man aber vielleicht ansonsten als Ersatzteilspender verwenden, während ein 1401 und der 1403 beide funktionierende Bildschirme haben. Und natürlich habe ich mich jetzt erstmal auf den 1403 eingeschossen, weil der natürlich interessanter ist mit seinem höheren Speicher, höher aufgelösten Bildschirm und auch eben den erweiterten Funktionen im ROM. Was haben wir hier? Fangen wir einfach mal hinten an. Da gibt es zwei Schrauben, die wir rausschrauben können. Dann kann man hier die Rückseite aufklappen. Dann sehen wir hier ein bisschen Dreck weg. Und hier drunter befinden sich eben erwähnte zwei Akkus. Das sind eben CR2032 Akkus. Die mögen vielleicht in den 80ern auch noch teuer gewesen sein. Inzwischen haben die sich aber als das Standard-Akkuformat für, weiß ich nicht, LED-Teelichter und alles Mögliche durchgesetzt. Insofern sind die inzwischen wirklich einfach zu beschaffen. Hier ist auch noch ein Händler aufgeklebt. Das ist praktisch, wenn man mal Ersatzteile braucht, weiß man, wo man sich melden muss. Und wenn wir dann hier einfach nochmal wieder zuklappen, sehen wir, das hat jetzt nicht ganz geklappt. Hier gibt es so zwei Metallzungen, die man hier jeweils in so ein kleines, so eine kleine Aussparung in dem Kunststoffgehäuse einhängen muss und dann klappt sich das hier auch gut zu. Dann sehen wir eben, es gibt hier einen 11-poligen Anschluss für Erweiterungen. Ein paar Erweiterungen waren auch dabei, zeige ich gleich. Auf der anderen Seite ist der Kontrastregler, wo wir eben den Kontrast vom Bildschirm einstellen können. Und hier gibt es dann eben auch noch einen Reset-Schalter. Ich hatte ja jetzt gerade kurz die Batterien rausgenommen, aber das ist kein Problem, denn da drin ist auch noch ein Kondensator, der den statischen RAM eine Zeit lang aufrecht erhält. Und was auch noch dazu gehört, ist eben hier dieses Hardcase. Das ist ähnlich wie bei den 1401ern. Das ist eigentlich sogar baugleich. Und so in diesem Modus ist der Rechner auch relativ
unverwundbar, sage ich mal. Und zum Benutzen dreht man das einfach um, macht das andersrum drauf und dann hat man hier einfach das Hardcase verstaut. Kann trotzdem natürlich noch an den Kontrastregler kommen. Die Schnittstelle ist auch so vor irgendwelchem Zeug, vor dem Eindringen von Schmutz und so geschützt. Und ja, so sieht der Rechner eben aus. Gerade schon gesehen ist hier eben der Powerschalter an, aus, ganz einfach. Der Rechner geht aber auch nach einer Weile Auto-Power-Off in einen Standby-Modus und wenn man da wieder raus will, muss man hier nur auf die Break-Taste drücken, dann wacht er wieder auf. Man sieht, das Ganze ist halt eigentlich einerseits ein Taschenrechner, dafür ist dieser Teil der Tastatur da und dann ist es halt noch ein Computer, dafür ist dieser Teil der Tastatur da, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die sozusagen die Quadranten überspringen. Zum Beispiel hier die Matrix-Funktionen, die gehören zum Taschenrechner, liegen aber hier, weil hier noch Platz frei war, da war kein Platz mehr frei, zum Beispiel. Und auch die Modus-Schalter, also der Kalk-Modus ist sozusagen der, wo es hier um den Taschenrechner geht. Und hier sieht man Kalk und bei Basic gibt es zwei Modi, RAN und Pro. Im RAN-Modus kann man Programme ausführen, im Pro-Modus kann man programmieren. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein Beispielprogramm geschrieben, ein ganz kleines, in Basic eben. Basic, die Standardsprache der 80er Jahre. Eigentlich jeder Computer hat damals Basic im ROM gehabt, so auch hier. Also Basic hat Zeilennummern, das ist also hier Zeile 10. Die kriegt dann hier ein Label, nämlich D. Das Schöne bei den Labels ist, man kann dann auch noch direkt über die Definition-Taste mit zusammen einer dieser Buchstabentasten an eine bestimmte Stelle springen, das zeige ich gleich. Und dann liest er eben das, was gerade aktuell im Bildschirm steht, in die Variable V ein und gibt dann aus V geteilt durch 1,95583. Ältere Semester kennen diese Zahl, das ist der Umrechnungskurs von D-Mark in Euro. Das heißt, wenn ich jetzt hier in den RAN-Modus zurückgehe, kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, ich habe 1000 Mark, wie viel Euro ist das? Dann drücke ich hier auf Def D und sehe, es sind 511,29 €. Das ist also eine Erweiterung, die konnte ich jetzt schreiben, obwohl zu dem Zeitpunkt, als dieser Rechner rauskam, der Euro noch lange nicht in der Form irgendwie wichtig war. Und der Umrechnungskurs wäre da auch noch nicht festgelegt gewesen, aber eben wegen dieser Programmierbarkeit konnte ich jetzt hier sozusagen noch eine Euro-Funktion einbauen. Wenn wir jetzt mal ganz kurz zurückgehen zum Taschenrechner, das ist ein richtiger wissenschaftlicher Taschenrechner. Also wir sehen, der hat hier Wurzel, Quadrat, man kann zwischen unterschiedlichen Anzeigen wählen, also Festkomma, wissenschaftlich oder ingenieurswissenschaftlich, also sozusagen, wenn ich hier jetzt 60.000 eingebe, dann zeigt er hier 60 mal 10 hoch 3. Bei fix würde er eben eine feste Anzahl an Nachkommastellen immer eingeben und hier bei wissenschaftlich wäre es eben 6 mal 10 hoch 4. Was er auch kann, ist mit Hexadezimalzahlen zu rechnen, hier für die Computermenschen. Also kann ich jetzt hier zum Beispiel 6, und jetzt kommt, die Buchstaben hier funktionieren nicht, also 6D kann ich hier nicht einfach auf die D-Taste drücken. Den Teil gibt es jetzt momentan gar nicht im Taschenrechner, sondern ich muss hier dieses D drücken, im Taschenrechner-Teil. Und ja, das kann ich dann eben auch wieder umrechnen in Dezimalzahlen. Ich kann mit Hexadezimalzahlen rechnen, ich kann zwischen verschiedenen Winkeln umrechnen, also zwischen Altgrad, Neugrad und dem... meine Mathe ist schon zu lange her. Was es auch noch gibt, also es ist natürlich ein Infix. Taschenrechner. Das heißt, ich drücke hier 3 mal 3 ist gleich 9. Es ist leider kein Taschenrechner mit umgekehrter polnischer oder
Postfix-Notation. Das ist halt Sharp und nicht HP, das ist schade. Ich mag ja eigentlich die Postfix-Taschenrechner ein bisschen lieber. Aber ist jetzt so. Und man kann hier eben auch Ausdrücke in Klammern schreiben, aber eben 5 durch, Klammer auf, 8 minus 2, Klammer zu. Er zeigt eben wie so ein herkömmlicher Taschenrechner immer nur die aktuelle Zahl an, anstatt eine Rechenformel im Bildschirm anzuzeigen. Da ist er wie ein ganz herkömmlicher Taschenrechner. Und was dann dieser Taschenrechner eben noch für Funktionen hat, ist einerseits Statistikfunktion. Dafür müssen wir hier in Start gehen, dann leuchtet hier Statistik auf. Und jetzt kann ich hier eben Werte eingeben, XY-Wertepaare oder nur X-Werte. Wir machen es mal ganz einfach. Ich gebe mal hier einen neuen Data, dann hat er jetzt einen Datensatz. Dann gebe ich einen 6 Data, jetzt hat er 2. Und dann zur Abrundung nochmal 7 Data, jetzt hat er hier 3 Datensätze. Und das kann ich mir eben anzeigen lassen, was er auch nach jeder Eingabe anzeigt, die Anzahl der Datensätze. Ich kann mir die Summe anzeigen lassen, das wären hier jetzt 22. Ich kann mir die Standardabweichung anzeigen lassen. Das funktioniert jetzt nicht. Gucken wir noch mal ganz kurz. Das hier ist der Durchschnitt. Das kommt hin. Und das hier ist die Standardabweichung. Okay, hier ist die. Und ja, ansonsten auch wenn man mit XY arbeitet, auch hier viele Sachen, die auf Y gehen oder auf X und Y. Ja. Das sind die Statistikfunktionen. Und was es dann eben auch noch gibt, ist hier eben diese Matrixfunktion. Dafür muss ich aus Statistik natürlich erstmal raus. Shift, Start, jetzt ist es aus. Shift, Matrix. So, jetzt kann ich hier eingeben, was für eine Matrix ich denn gerne hätte. Nehmen wir mal eine 2 mal 2 Matrix und jetzt kann ich hier eben die Werte eingeben. 5, 6, 8 und 7. Und jetzt kann ich noch eine Y-Matrix nehmen. Machen wir auch natürlich mal 2 mal 2. Und jetzt gebe ich hier ein 1, 9, 5, 6. Und jetzt kann ich auswählen, was ich damit machen will. Ich könnte jetzt zum Beispiel die beiden Matrizen mal multiplizieren. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. Ist ja auch nicht schnell. Das ist ein 8-Bit-Prozessor. Der... So. Hat er schon fertig. Jetzt müsste ich mir ja eigentlich die Ergebnismatrix anzeigen lassen können. Weiß ich jetzt leider auch nicht genau, wie das gedacht ist. Er zeigt es hier an. Ach so, die speichert er dann in X. Ach so, er speichert das Ergebnis dann in X. Das heißt, in X, nachdem ich jetzt hier 500 mal wild rum multipliziert habe, habe ich jetzt hier in X. Da kann ich jetzt hier sozusagen auch durchgehen. Mein Ergebnis dieser vielen Multiplikationen und Additionen. Gut. Das war jetzt also die Matrixfunktion und das war jetzt auch eigentlich alles, was man zum Taschenrechner sagen kann. Im Basic-Modus kann ich auch Rechnungen eingeben und wenn ich jetzt hier eine Rechnung eingebe, sieht man, dass er dann eben auch die komplette Rechnung darstellt. Also einfach alles anzeigt und wenn ich dann auf Enter drücke, rechnet er das aus und zeigt das Ergebnis an. Ich kann aber jetzt hier eben auch, wie vorhin schon gezeigt, diese Funktionen aufrufen hier, meine DMARC-Funktion, das hilft dir natürlich jetzt nicht viel in dem Beispiel, aber ich kann zum Beispiel hier auch, ich kann hier jetzt zum Beispiel auch einen Term mit einer Wurzel angeben und das wird dann eben auch so angezeigt, das heißt, im Gegensatz zu dem Taschenrechner-Modus gebe ich eben nicht ein 9 minus 5 ist gleich Wurzel, sondern ich kann schreiben Wurzel aus 9 minus 5. Und das rechnet er dann eben auch aus. Und
Ja, also die beiden Modi, das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, funktionieren unterschiedlich. Für manche Sachen muss man im Taschenrechner-Modus sein, für andere Sachen muss man im Basic-Modus sein. Bisschen verwirrend, aber eben nicht zu ändern. Und ja, im Programmiermodus können wir hier eben durch die Programmzeilen durchgehen, können sie auch ändern. Wir können auch einfach jetzt eine neue Zeile hinzufügen. Also ich kann jetzt schreiben 30. Wobei. Ich kann jetzt hier nicht rückwärts löschen. 30. Die wichtigsten Befehle, wichtigsten Basic-Befehle sind nämlich hier auch schon auf Tasten gelegt. Das heißt, ich muss jetzt ja auch nicht Print ausschreiben. Ich drücke einfach Shift Z, dann habe ich Print. Dann Anführungszeichen sind hier auf dem W. Und jetzt kann ich sogar hier Kleinbuchstaben machen mit der Taste Small. Das war auch nicht immer der Fall, dass es die Möglichkeit gibt, Kleinbuchstaben zu schreiben auf diesen Taschenrechnern. Word. Shift, Ausrufezeichen, Shift, Anführungszeichen, Enter. Und wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe in den Run-Modus, kann ich einfach sagen, Shift, Apostroph. Nee, da hat das Shift nicht funktioniert. Das Problem bei der Tastatur ist, dass die ganz furchtbar ist. Run 30 und der gibt Hello World aus. Die Tastatur ist leider ganz furchtbar. Also wer die guten Tastaturen von HP-Taschenrechnern gewohnt ist, wird hier verzweifeln. Die Tasten sind, die haben keinen Druckpunkt. Die fühlen sich irgendwie an, als würde man da in so einen kleinen Schwamm reindrücken, was man wahrscheinlich auch tut. Und wenn man zu schnell tippt, dann verschwinden auch manchmal Eingaben. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also die Tastatur ist nicht gut. Das heißt, längere Programme hier direkt drauf zu schreiben, macht keinen Spaß. Und da kommt dann eben auch die Erweiterung zugute, die auch dabei war. Nämlich hier diese Dockingstation oder wie auch immer man das jetzt nennen will. Das war auch typisch bei diesen Taschencomputern, dass man die dann einfach hier in so eine Station schieben konnte, über die sie dann eben aus größeren Batterien mit Strom versorgt werden. Hier gehen also vier ganz normale Double A's rein. Und dann hatte man hier eben außer der Stromversorgung noch so einen kleinen Drucker, mit dem man eben auch hier ausdrucken kann. Das schauen wir uns jetzt an. Und zusätzlich Drucker und Kassetteninterface, also hier das Kassetteninterface, um dann eben die Programme auch am Computer, die Programme eben, die man hier geschrieben hatte, dann eben auch speichern zu können und Backup zu machen von seinem Speicherinhalt oder auch wenn die 8 Kilobyte Speicher nicht ausreichten, konnte man eben Teile von Programmen auch auslagern auf Kassetten. Dazu gab es sogar relativ mächtige Basic-Befehle, um sozusagen einzelne Programmteile dann von der Kassette nachzuladen und alles nur im Interesse, eben hier die 8 Kilobyte Speicher zu schonen und größere Programme, die in die 8 Kilobyte nicht reinpassen, eben ausführen zu können. Und natürlich kann man auch hier dann einen Feststrom anschließen. Und jetzt ist wieder das Lustige hier mit diesem Modi. Man kann jetzt hier direkt ausdrucken, was man macht. Allerdings eben nicht im Kalkmodus. Hier diese Taste P, NP, das hat nichts mit der Komplexität von Algorithmen zu tun, sondern da geht es um Drucken oder Nicht-Drucken. Und wenn ich hier jetzt einfach Shift P, NP drücke, im Kalkmodus passiert gar nichts. Das Print leuchtet hier nicht auf, weil das geht nämlich nur im Basic-Modus. Da kann ich hier mit der Taste eben auf Print umschalten. Und jetzt kann ich hier meine Formel wieder eingeben. Wurzel aus 9 minus 5, Klammer zu, mal äh,
Arcus Hypertangens, nee, doch, das funktioniert jetzt hier wieder nicht. Leute, also. HSN. Interessant, das heißt jetzt hier HSN. Zurück geht nicht, deswegen muss ich jetzt zurückgehen und Shift Delete drücken, um was zu löschen, weil eigentlich wollte ich ja nur Sinus. Von 90, wir sind hier im Degree-Modus. Enter, er führt es aus, er druckt meine Eingabe aus und er druckt das Ergebnis aus. Und so kann ich hier eben die ganze Zeit meine Ergebnisse protokollieren. Leider, wenn ich jetzt hier im Druckmodus bin und ein Programm ausführe, also zum Beispiel unser Hello World gerade eben, wenn ich das starte, dann zeigt er das Hello World nur auf dem Display an und druckt es nicht aus, obwohl der Printmodus aktiviert ist. Wenn wir wollen, dass das Hello World auch auf dem Drucker ausgegeben wird, dann müssen wir jetzt hier tatsächlich in den Programmiermodus wechseln und noch eine neue Zeile schreiben. Und die ist jetzt wirklich komisch. Die heißt nämlich Print ist gleich L Print. Und jetzt können wir zurück im Run-Modus Run 25 sagen. Und dann wird das Hello World auch tatsächlich ausgedruckt. Also ja, ein bisschen komisch, dass hier diese Einstellung zum Drucken nicht auch automatisch für Basic-Programme gilt. So, vielleicht noch kurz zu dem restlichen Zubehör, was noch dabei war. Dieser witzige schwarze Kasten hier mit eben dem Anschluss für die 10-polige Schnittstelle. Da steht auch irgendwie die M drauf. Was auch immer das heißt, ob das jetzt hier nach oben kommt oder nach unten, ist unklar. Deswegen stecke ich es jetzt hier einfach mal kurz nicht rein. Aber was hier drin ist, in diesem Kasten, ohne sonst irgendwelche weiteren Merkmale, sind einfach nur vier sehr, sehr kaputte alkaline Batterien. Das ist also sozusagen eine externe Stromversorgung. Und da sehe ich jetzt den Sinn nicht wirklich drin, weil ja, die Knopfzellen, wie gesagt, sind sehr günstig und die halten halt auch wegen dem Stromverbrauch von maximal 0,03 Watt von diesem Rechner quasi für immer. Und hier dann noch so eine Kiste mitzuschleppen, die dann auch irgendwann ausläuft, nur um das Gerät mit Strom zu versorgen, halte ich dementsprechend für Quatsch. Und dann haben wir hier noch ein Null-Modem-Kabel sozusagen, wobei es ist eigentlich wahrscheinlich eher ein Null-Kassetten-Kabel. Auch hier sind Punkte angebracht, damit man weiß, wo oben und wo unten ist. Also man weiß es, wenn man diese Punkte angebracht hat. Ich weiß es natürlich nicht, kommt es jetzt so rum rein oder kommt es jetzt so rum rein. Und ich denke mal, der Sinn dieses Kabels ist es eben, zwei von den PC 1403s oder 1401s, also die diese 11-polige Schnittstelle haben, miteinander zu verbinden, sodass man eben Daten direkt von dem einen Sharp auf den anderen übertragen kann. Ich würde allerdings jetzt gerne noch eine Sache zeigen, nämlich wie wir das Kassetteninterface benutzen können, um die Daten vom Sharp hier mit einem Computer auszutauschen. So, und um jetzt hier Daten zwischen dem PC 403 und einem modernen Computer auszutauschen, brauchen wir
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, serielle Schnittstellen, parallele Schnittstellen. Aber was am einfachsten ist, weil man eben keine zusätzliche Software für den Pocket Computer braucht, ist tatsächlich das, was man jetzt hier sieht, nämlich die Pocket Tools for Sharp Pocket Computers. Das ist ein Paket und da sind eben drei Programme dabei. Das eine heißt WAV2Bin. Damit können wir eben WAV-Dateien, also Audio-Files, aus dem Kassetteninterface hier in Dateien umwandeln, die wir dann auf dem Computer bearbeiten können. Und dann für den anderen Weg, Bus-to-Image kompiliert oder tokenisiert sozusagen Basic-Dateien, sodass wir, dass wir eine Basic-Datei direkt auf dem Computer schreiben können und eben entsprechend vorbereiten können in dem Dateiformat, was der PC 1403 und auch eigentlich alle anderen Sharp Pocket Computer brauchen. Und dann gibt es noch Bin-to-WAV. Damit können wir das dann wiederum in eine Audiodatei umwandeln und die wiederum können wir dann auf dem Rechner installieren. Und wenn wir diese Pocket Tools runterladen, hier die Version 2.1.1, dann müssen wir hier ein bisschen graben, nämlich in den Ordner Portable Apps und da dann wiederum in den Ordner POC Tool. Und da sind vorkompilierte Dateien drin, aber wir gehen in Sources und da finden wir eben die entsprechenden C-Files und die habe ich jetzt auch schon mal hier vorbereitet, also vorkompiliert. Man kann auch hier einfach dieses Makefile benutzen. Das erzeugt eben diese drei ausführbaren Programme. Und dann habe ich mir hier ein Skript geschrieben. Was eben der Reihe nach erst Bus-to-Image aufruft, hier übergibt, dass es sich um ein 1403 handelt und den ersten Parameter eben konvertiert in so ein Image-File. Dann dieses Image-File wiederum konvertiert in eine WAV-Datei und die dann abspielt. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach ein Programm schreiben, habe ich mal ein etwas längeres Basic-Programm geschrieben. Und jetzt kann ich dieses Programm auf den Rechner rüber kopieren, indem ich hier einfach ein Audiokabel in den Computer stecke. Das stecke ich hier in das Kassetteninterface, in die Buchse, auf der Ear steht, für Earphone. Und jetzt gehe ich hier in den Basic-Modus, in den Run-Modus und gebe ein C-Load. Jetzt wartet er hier auf ein Programm und jetzt kann ich hier eben eingeben Playbus ASCII-Table.bus. So klang das jetzt gerade. Das wird eben hier jetzt übertragen mit 300 Baud über diesen Kassettenport und ist jetzt hier geladen. Ich kann jetzt mal kurz in den Programmmodus rüber wechseln und hier sehen wir jetzt genau das Programm, was wir eben geschrieben haben. Und wenn das hier zu unübersichtlich ist, kann ich das auch einfach mit L-List auf dem Drucker ausgeben.
So, das ist unser Programm. Und was macht es? Vielleicht doch mal, damit man es etwas besser sehen kann, nochmal wieder hier auf dem großen Bildschirm. Also wir definieren erstmal die Variable O$ um als Feld von Strings mit zwei Elementen A24 Zeichen, denn normalerweise dürfen die Variablen nur 8 Zeichen haben, die String-Variablen, und wir können diesen dim-Befehl leider nur verwenden, wenn wir ein Feld definieren. Einfach nur dim O$ mal 24 funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Dann geben wir hier eben eine Kopfzeile aus mit dem hinteren Byte und gehen dann eben von 0 bis 15 einmal hier durch diese Schleife durch für i. Dann wird O$ sozusagen zurückgesetzt auf 0x, dann kommt das erste Byte und das wird eben erzeugt, indem entweder, wenn i kleiner als 10 ist, dann wird es eben mit chr$48 plus i erzeugt. 48 ist nämlich das ASCII-Zeichen für 0. Und wenn es größer als 9 ist, dann wird es erzeugt mit dem Charakter 55 plus i, denn 65 ist nämlich a. Und dann wird noch ein x dahinter dargestellt, Doppelpunkt Leerzeichen. Und dann geht er hier in dieser kleinen Schleife nochmal durch 15 Werte durch. Wenn i gleich 0 ist und j gleich 0, dann wird eine Leerstelle eingefügt, denn 0, das Zeichen 0 ist ja der Terminator für einen String. Dann springt er hier hin und ansonsten wird es eben auf i mal 16 plus j gesetzt. Das heißt, im Prinzip, wir drucken in jeder Zeile 16 ASCII-Zeichen aus und haben dann am Ende eine komplette ASCII-Tabelle von allen Zeichen, die dieser Drucker ausdrucken kann. Denn dieser Drucker ist nicht grafikfähig, der kann nur Text ausdrucken. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken, was für Möglichkeiten wir hier überhaupt haben. Und jetzt gehe ich mal wieder zurück in den Run-Modus und mache Run und drucke mir hier meine ASCII-Tabelle einmal aus. Oh, Fehler 4 in 65. Er springt sogar an die Zeile, wo der Fehler war. Oh, das ist ein kleiner Fehler bei diesem Basic. Nach einem then kann man nicht direkt eine Variable definieren, sondern das geht nur mit dem Schlüsselwort let. Also muss ich jetzt hier, das ist jetzt wieder komplexer, 1, 2, 3, 4 Leerzeichen einfügen, damit ich hier let Leerzeichen reinschreiben kann. Enter. Und jetzt der nächste Versuch. Zurück in den Run-Modus, Shift, Run, Enter. So, das war's. Und was wir jetzt hier leider sehen, ist, dass die ASCII-Tabelle einfach super eingeschränkt ist. Das heißt, dieser Drucker kann ganz wenige Sonderzeichen, die Ziffern, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben. Hier hat er so ein Dreieck, ich weiß gar nicht, was das soll. Und dann hat er hier noch 4 Spielkartensymbole. Und der ganze Rest von dieser ASCII-Tabelle ist leider komplett leer. Das heißt, wir können es uns eigentlich auch schenken, jetzt hier irgendwelche tollen Sachen mit Pseudografiken machen zu wollen oder so. Das Zeichensatzraum im Drucker ist eigentlich komplett leer. Also bis auf diese ganz wenigen Zeichen, die er hier
dargestellt hat. Und das ist halt schade, denn daraus in Kombination damit, dass er nicht grafikfähig ist, ist halt leider die Einsatzmöglichkeit von diesem Drucker an der Stelle auch relativ eingeschränkt. So, und dann könnten wir an der Stelle auch schon zu einem kleinen Fazit zum Sharp Pocket Computer PC1403 kommen. Die Dinger gibt es auf eBay eigentlich viel und sie sind eigentlich auch immer sehr günstig. Also mit etwas Glück kann man den auch wirklich für einen einstelligen Eurobetrag schießen. Die Frage ist, sollte man das tun? Als Taschenrechner ist er halt so wie ein gängiger wissenschaftlicher Taschenrechner der 80er Jahre auch. Wir haben die Infix-Notation, also die arithmetische Schreibweise. Das ist was man entweder mag oder auch nicht mag. Aber wir haben eben die Statistikfunktion, wir haben Matrizenfunktionen, wir haben eigentlich alles, was ein wissenschaftlicher Taschenrechner haben sollte, aber eben keine automatische Gleichungslösung, wir haben keine Grafikfunktion und wir können die Grafikfunktion auch nicht jetzt irgendwie nachrüsten mit dem Drucker, dass er dann irgendwie Grafik könnte. Das kann halt dieses Modell einfach nicht. Das ist schade. Vielleicht sieht das Ganze ja dann beim PC 2500, den wir uns in einem weiteren Video anschauen werden, ganz anders aus. Als Computer, einfach um ein bisschen kleine Programme zu schreiben, halte ich ihn für fragwürdig. Einerseits ist die Tastatur einfach sehr schlimm und es macht keinen wirklichen Spaß, irgendwie längere Programme auf dem Ding zu schreiben, wobei wir das mitigieren können, eben indem wir die Programme am PC schreiben und mit der Software, die ich euch gezeigt habe, dann eben in den Computer spielen können. Und genauso geht es auch andersrum. Wir können also auch Daten, die wir auf dem Pocket Computer gespeichert haben, genau über den gleichen Weg, über ein ganz normales Audiokabel und einen modernen Computer mit einer Soundkarte auch wieder zurückspielen und auch da wieder zurück umwandeln, sodass wir die dann mit einem anderen Programm wiederum weiterverarbeiten können. Also als kleines Dateneingabegerät vielleicht nicht völlig schlecht, aber andererseits, dafür haben wir ja eigentlich auch ein Smartphone in der Tasche. Insofern ist es natürlich schön, dass der wirklich unglaublich lange läuft auf einfach zwei Knopfzellenbatterien, die, wenn es hochkommt, 20 Cent das Stück kosten. Das heißt, als Taschenrechner, den man einfach immer in irgendeiner Jackentasche oder so stecken haben kann, für den Fall, dass vielleicht der Akku vom Smartphone leer ist oder so, kann man das vielleicht sich einfach mal gönnen. Es ist schade, dass der Drucker so eingeschränkt ist. Mit einem grafikfähigen Drucker könnte das, wie gesagt, deutlich mehr Spaß machen. Vielleicht, wie gesagt, finden wir zu dem Thema ja noch was. Also entweder mit dem PC 2500 oder vielleicht probieren wir auch einfach mal hier einen anderen Drucker anzuschließen. So einen ganz normalen Eskpos Drucker, wie man den an jeder Supermarktkasse hat. Soweit zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und zum nächsten Pocket Computer. Ciao!